Hallo und willkommen zurück bei They Are Billions, nachdem wir beim letzten Mal hier ein bisschen rumprobiert haben und wissen, was wir denn brauchen, um hier weiterzukommen, werden wir jetzt die Knochenküste nochmal angehen. Also, was wir beim letzten Mal quasi festgestellt haben, oder ich festgestellt habe, ist, dass wir auf jeden Fall diese Lucifer-Einheiten brauchen, was also 440 Punkte sind, die wir nach der nächsten Mission haben sollten. Das heißt, ich kann jetzt nur hier 100 beispielsweise investieren und die 120 für die Betonwände. Dann habe ich 280 über. Und natürlich könnten wir das jetzt theoretisch auch direkt nehmen. Macht aber, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Komplexe Konstruktionen und Einheiten aus Eisen. Ich weiß nicht, ob man dann überhaupt schon Einheiten irgendwie hat. Das macht aber wahrscheinlich in dem Level auch keinen Sinn. Also wir hätten jetzt 280, die könnten wir hier reinstecken. Und dann bräuchten wir durch die Mission eben nochmal 160. Hier bekommen wir 180. Und damit könnten wir das dann diese Einheit nehmen. Es kann natürlich sein, dass hier danach noch was kommt. Außerdem bekommen wir hier auch nochmal 200 Punkte dazu, die auch nochmal weiterhelfen werden. Ja, legen wir mal los. Ja, das müssen wir so. Es wäre natürlich auch noch die Option, das, was da gerade vorgeschlagen wurde, statt nicht, dass da vorgeschlagen wurde, sondern mit den Fischen, auf die Fische zu gehen. So. Die Mission hatte ich schon ein paar Mal mehr angegangen. Also nicht nach diesem Test, aber vorher. Und hier gibt es mehrere Dinge, die man beachten muss. Zuerst müssen wir auf jeden Fall hier die linke Seite freiräumen. Und wir haben die erste Welle in 14 Tagen und bis dahin müssen wir überleben. Hier oben sind Gegner, hier rechts sind Gegner und da ist auch nochmal weiteres Steinfeld. Und ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir ja das mit Holz gesichert bekommen und Holzhäuser und so weiter bauen. So, da haben wir Geld. Bauen wir erst nochmal Häuser. Und da ist die Nahrung alle. Dann bauen wir hier die Fischerei. Ich will gucken, dass hier auf jeden Fall die Einheiten vorbeilaufen können. Deshalb baue ich das jetzt mal dahin. Oben ist jemand, aber ich glaube, der wird nicht rankommen. Oh, der bleibt stehen. Building completed. Im Moment können wir aber noch nichts weiter machen. Und wir müssen mehrere Wände bauen, aus Holz und aus Stein, sonst wird es nicht reichen. So, jetzt bauen wir erstmal ja, die erste Sägemühle und dann können wir hier aber weiter Gebäude bauen. Jo. Damit bekommen wir jetzt erst noch mal ein bisschen Nahrung. Und dann schießen wir hier noch mal was kaputt. Da kommt der nächste Tick.
Da sammelt sich oben schon noch ein bisschen mehr an. Okay, wir müssen weiter Häuser bauen. Noch haben wir ja ein bisschen Nahrung. Jetzt nicht mehr danach. Wir haben jetzt noch zwei und die können wir auch direkt nutzen, um das hier weiter auszubauen. Ja, wunderbar. Dann gehen wir ein paar Schritte zurück. Und die muss ich jetzt erstmal noch ignorieren. Und ich muss mal gerade hier. So. Den weg. Da kommt ein schneller angelaufen. Building completed. Und wir haben nochmal einen Tick bekommen. Wir müssten jetzt direkt den nächsten bauen. Den bauen wir hier hin. Und mehr geht da jetzt auch nicht. Wir können da ja nichts weiter machen. Ich lasse einen hier stehen. Oh, Moment, den hier müssen wir gerade noch erschießen. Jo. Und die müssen jetzt mal in die Richtung schauen. Mhm. Ich hoffe, dass da jetzt keine Schnellen vorbeikommen. So, wieder Geld. Im Moment können wir noch nichts weiter tun, weil wir hier Fischerhütten bauen müssten. Building completed. Jetzt könnten wir hier das Ding natürlich bauen. Dafür fehlt uns aber noch das Holz. Die Fischerhütte können wir schon mal bauen. Wenn wir die Bau haben, dann können wir auch wieder. Na, das sind schnelle. Jetzt haben wir Holz. Wow, 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 wow. Okay, let's do this. Okay. Dann bauen wir direkt den Steinbruch hier hin. Okay. Dann können wir da erst nochmal weiter Gebäude bauen. Und dann bauen wir hier direkt die nächste Reihe, würde ich sagen. Okay, das haben wir. Wir sind noch bei 120 Gold. Da könnten wir jetzt noch mal wieder eine weitere Fischerhütte bauen. Dahin. So, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Die müssten jetzt sich nach da weiterkämpfen. Ich glaube, das hier ist ein schneller. Mhm.
Da stolpern auch gerade noch welche hoch. Runter. Da. Okay. Haben wir da Geld bekommen? Aber es fehlt an Nahrung und da können wir gerade auch nichts machen. Wir brauchen auf jeden Fall Energie. Die könnten wir einbauen. Da ist schneller. Das ist alles in Ordnung. Ja. Wenn da schnelle kommen, habe ich natürlich schnell ein Problem. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld und ein bisschen Nahrung. Das heißt, wir können hier weiter Gebäude bauen. Damit ist die Nahrung wieder verbraucht. Und dann sollten wir gucken, dass wir auch in die Richtung expandieren. Es kann sein, dass da jetzt entweder schneller getriggert werden. Da kommt ein schneller an. Ist aber okay. Our soldiers are in trouble. Attention. Building completed. Ist irgendeiner in Panik, aber das war wahrscheinlich hier unten. Ah, nee, da. Attention. Building completed. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Das kann sehr schnell sehr böse werden. Nahrung haben wir keine. Das Ding ist fertig. Das heißt, wir können hier nochmal... Schicken wir mal gerade einen dahin, um es auszukundschaften. So. Eine Fischerhütte. Bauen wir dahin. Dahin. Und dann könnten wir bald nochmal eine Sägemühle bauen. Dazu müssten wir aber wahrscheinlich da erstmal eine Spule hinbauen. Da kommt auch wieder wer angelaufen. Da ist ein schneller Ball. Wir brauchen aber weiterhin Nahrung. Da unten könnten wir natürlich auch Nahrung einsammeln, aber... Bauen wir mal. Ne, wir müssen auf jeden Fall eins oben bauen, damit wir auch... Ne, im Moment noch brauchen wir das nicht. Was wir machen könnten schon mal, wäre hier noch eine Jagdhütte irgendwo hinbauen.
Da kann man auch nochmal Nahrung abgreifen. Das ist zwar nicht so viel, aber alles hilft. Mhm. Holz haben wir jetzt. Ordentlich viel. Steine fehlen. So, dann bauen wir weiter Häuser. Können wir da zwei Häuser stattdessen hinbauen? Ne. Wobei das jetzt auch keinen Unterschied macht. Hier wird aber eh keiner hin müssen. Ah, das geht trotzdem nicht. Das ist ein bisschen doof. Naja, gut, bauen wir das halt dahin. Und dann können wir hier weiter. Jo. Und hier bauen wir dann da irgendwo eine Hausreihe hin. Moment, dann machen wir das auch anders. Da geht nichts. Da müssten wir eine Hausreihe dann hinbauen. Mmh. 350 bekommen. Wir wollen ja die Kaserne bauen. Dafür brauchen wir 450. Das heißt, so sollte das passen. Wie lange dauert? Na, es dauert noch. Okay, dann. Aber wir brauchen eh den nächsten Tick. Naja, machen wir das so. Da ist sie dann schneller bei. Ja, Geld haben wir. Da sind die Steine. Zeit für die erste Kaserne. Nehmen wir die dahin. Mhm. Das ist alles in Ordnung dort. Die müssten sich ein bisschen vorkämpfen, aber die sind halt zu zweit. Es dauert da. Ah, ihr Veteran. Sehr schön, dann geht's jetzt vielleicht ein bisschen schneller. Der ist bei 97. Ist aber gerade ein bisschen angeschlagen. Okay, wir gehen mal ein paar Schritte. Wir haben wieder ein bisschen Geld und Nahrung. Dann sollten wir vielleicht einfach weiter Hütten bauen. Jo. What's up? Any infected around? Wunderbar. This better be good. Okay. Der ist 87, der braucht noch. Mit dem Holz können wir jetzt halt noch nicht viel anfangen. Wir müssten gucken, dass wir das hier bald bauen. Das kostet
über 10 Energie. Dafür bräuchten wir das. Das können wir mit dem nächsten Tick machen. Oh, 2. Dann holen wir da mal gerade Hilfe. Energie. Wo bauen wir hier am besten Energie hin? Mal hier. Mhm. Macht der das ja solo? Und das passt, denke ich. Building completed. Dafür brauchen wir noch mehr Nahrung. Die müssten wir dahin bauen. Achso, das ist fertig. Da haben wir gerade kein Geld, aber da müssen wir natürlich schleunigst mit anfangen. Also, wo bekommen wir jetzt erstmal wieder neue Nahrung her? Da müssten wir wahrscheinlich hier weiter expandieren. Er kommt noch ganz gut klar. Mhm. Bleibt ein Tick. Da ist ein paar mehr. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Da ist das Geld. Okay, wir haben 500. Schreinerei kostet aber noch 10 Energie. Wir müssen auf jeden Fall darüber expandieren. Also würde ich dann da was hinbauen. Und da wäre es vermutlich auch gut, rüber zu expandieren. Aber ja, das ist hier. Mach mal hier. Ja. Weiter. So, wir müssen aber eben auch gut mit dem nächsten Tick dann die Moment, es reicht mit dem nächsten Tick dann nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir hier immer Einheiten bauen. Dass wir da jetzt sehr schnell eine Armee zusammenbekommen, ist essentiell. Der ist fast fertig, den gebe ich schon mal in Auftrag. Fischerhütte. Die können wir sicherlich hier auch schon mal setzen. Weiter geht's dann noch nicht. Und dann könnten wir eventuell auch noch eine zweite Baracke bauen. Okay, wunderbar. Mhm.
Wir sind Tag 5, liegen also, würde ich sagen, noch ganz gut in der Zeit. Im Moment haben wir keine Nahrung und wir haben kein Geld. Oh, oh. Puh, Glück gehabt. Das war knapp. Da hätte ein Schlag mehr wohl gereicht, um ein ernsthaftes Problem zu verursachen. Der ist wahrscheinlich hier oben vorbeigelaufen. Da ist nochmal eine. Schauen wir danach. Hier müssen wir wieder bauen. Okay, wir könnten die zweite Kaserne bauen. Wir können aber auch erstmal die Schreinerei bauen. Und die werde ich jetzt hier in Angriff nehmen. Brauchen tun wir beides, weil dieser Bau und die Erforschung von diesem Steingedöns auch recht viel oder recht lange dauert. Okay, wir haben aber genug, um auch das zweite zu bauen. Und dann müsste ich aber gerade noch gucken. Moment, das hier machen wir nochmal gerade weg. Eine Sägemühle müssten wir noch da hinbauen. Die geht aber dahinter. Okay. Dann machen wir das so. Und das hier müssen wir natürlich auch mal gerade einsammeln. Dann könnten wir auch gerade noch mal Häuser bauen. Ja, dann bauen wir da die nächste Reihe hin. Angriff. Auch Glück gehabt. Noch gerade rechtzeitig erkannt. Den lasse ich jetzt mal da stehen. Okay, das hier sieht ganz gut aus. Da werden aber gleich sehr viele Schnelle kommen am Rand. Ja, da können wir jetzt. Da. Nahrung haben wir jetzt hier keine mehr über. Da können wir aber auch gerade, ne, wir könnten hier noch irgendwo was hinbauen, eventuell. Da, das würde sicherlich auch ein bisschen helfen. Wir müssten auch Farmen erforschen und so weiter, aber ich glaube, das werde ich erstmal noch nicht in Angriff nehmen. Na, da kommen jetzt viele Schnelle. Aha. Ja, dann müssten wir uns in die Richtung erweitern.
Hier oben, das müsste, wäre wahrscheinlich das Beste. Aber dazu müsste ich das erst nochmal weiter freiräumen. Das sind Steine, die sammle ich nicht ein. Denn die können wir da als Lager verwenden, solange wir die Steine eben nicht benötigen. Building complete, ja. Im Moment können wir hier nicht viel machen. Die können mal gerade gucken, ob hier oben wieder wer durchgekommen ist. Ne. Okay, dann baue ich jetzt doch dieses Ding dahin. Und dann können wir hier weiter. Wir haben jetzt Nahrung bekommen. Weiter Häuser bauen. Hier müssen wir ein neues Steindingen dann hinbauen. Und hier. Müssen wir jetzt immer Leute bauen. Okay. Denen geht's noch ganz gut. Ja. Da ist gerade einer. Der ist fertig, wir haben aber keine Ressourcen, um irgendwas auszubauen. Zelte sind fertig, okay. Wir bekommen da jetzt den nächsten Tick. Die können direkt mal darüber laufen. Okay, das Ding ist jetzt fertig. Das heißt, hier könnten wir noch mal eine Fischerhütte, glaube ich, bauen. Ne, das reicht nicht. Ist nicht genug Abstand. Ein Säge, nicht eine Säge. Hier. Das könnten wir dahin bauen. Gibt es noch irgendwas? Nein, das ist schon das Beste. Dann bauen wir das auch direkt. Der ist hier im Aufräumen. Das passt alles soweit. Nahrung haben wir keine mehr. Strom haben wir auch keinen mehr. Okay, dann müssen wir also Moment. Oh. Da ist ein bisschen mehr los. Okay. Nächster Tick kommt jetzt auch. Eins, zwei. Dann müssten wir aber wahrscheinlich bald wieder neue Häuser irgendwo bauen. Oder die alten hochrüsten. Moment, irgendwas wollte ich bauen. Ah ja, genau, Strom. Die Mühle. Da habe ich aber jetzt kein Geld für. Und expandieren muss ich dringend. Denn schlussendlich werden wir an Tag 14 hier irgendwo eine Mauer entlang bauen müssen. Und wir kriegen nur ganz kurz davor gesagt,
wo denn der Angriff stattfindet. Das heißt, die muss dann sehr spontan errichtet werden. Wir sollten auf jeden Fall bis dahin das entsprechend, ja, uns da ausgebreitet haben. Mit den Tesla-Dingern. Die sind beschäftigt. Die ist auch beschäftigt. Ja, das ist aber alles in Ordnung. Okay. Da kriegen wir jetzt auch neue Steine. Ja, der geht mal ein Stück zurück. Die gehen hoch. Beziehungsweise sie gehen da mal gerade gucken. Der schafft das zwar, aber der geht so ein bisschen zurück. Das habe ich gerade übersehen, dass wir hier wieder bauen können. Okay, wir haben das hier gebaut. Das heißt, da könnten wir auch wieder eine Fischerhütte irgendwo hinsetzen. Dahin. Und theoretisch auch noch dahin. Dann bewachen wir das da unten. Der hat's geschafft. Die sind noch beschäftigt. Wir haben 97. Wir haben keine Energie mehr. Na gut, ich habe jetzt diese Fischerhütten gebaut. Okay. Müssen wir jetzt erstmal abwarten. Die müssen sich da weiterkämpfen. Wir haben wieder Geld. Und wir brauchen Energie. So, wo bauen wir das Ding hin? Da wollte ich noch eine Holzfällerhütte hinbauen. Dann machen wir das dahin. Ja, die bleiben aber erstmal da stehen, würde ich sagen. Kommen noch mehr. Die Fischerhütten sind fertig. Okay, jetzt können wir aber auch gerade nur warten. Da ist alles in Ordnung. Hier auch. Mit dem müssten wir den Steinmetz möglichst... noch ein bisschen Zeit haben wir wahrscheinlich. Ja,
Da müssen wir schon mal den nächsten Auftrag geben. Mehr können wir jetzt hier auch erstmal nicht machen. Wir bräuchten auf jeden Fall weitere Häuser, weil noch bekommen wir zu wenig Geld, um wirklich alles voll ausnutzen zu können. Also im Moment sind diese zwei Einheiten, die ich baue, immer noch der Großteil von dem, was ich hier jedes Mal baue. Da müssen wir warten. Der ist da am Wüten. Ich schicke mal zwei jetzt hier, um das zu verteidigen, während der da nach außen hin die ganzen Leute hier platt schießt. Oder vielleicht auch nur einer, der sollte reichen. Die laufen mal dahin. Okay. Die müssen nach da oben weiter. Wir haben jetzt wieder Nahrung für neue Häuser. Da könnten wir später eine Farm hinbauen. Ja, wo bauen wir neue Häuser hin? Könnten wir hier hin, aber hier wird es wahrscheinlich eher früh rumpeln. Hier könnten wir eine Häuserreihe hinsetzen. Das war nicht großartig, aber ja. Und dann müssten wir Hütten erforschen, damit wir die aufwerten können. Und den Steinmetz. Ja, das reicht aber jetzt alles so noch nicht. Mhm. Die greifen da jetzt auch mal durch an. Okay. Ich mache jetzt hier mal die Hütte, bevor ich den Steinmetz mache. Ich weiß nicht, ob das so klug war, aber ich versuch's mal so. Ja, kommen jetzt einige. War hier nicht einer zur Verteidigung? Ich dachte eigentlich, dass ich da unten einen hingestellt hatte. Es wäre ein bisschen gefährlich, wenn da niemand wäre. Da ist aber niemand, okay. Jo, Steine sind voll, deshalb das hier einzusammeln macht im Moment halt keinen Sinn. Ja, im Moment können wir aber auch nichts machen. Wir könnten noch eine weitere Baracke bauen, aber im Moment sind wir hiermit mit den Ausgaben schon zu ausgelastet, als wenn das wirklich sinnvoll wäre.
Wir müssen nach da weiter expandieren. Ja. Stellen wir die beiden mal zusammen. Da kriegen wir wieder Geld. Wir haben... Ja, das brauchen wir jetzt auch. Zack. Eins, zwei. Einen lasse ich mal da. Wobei, das brauchen wir eigentlich nicht. Die können alle nach vorne gehen. Die können jetzt das Haus angreifen, da kommen dann aber Gegner raus. Aber jetzt nicht so stark und schnelle, wie das hier sein wird. Das sind alles langsame. Okay, Technology Research ist fertig. Wir müssen gucken, dass wir den Steinmetz möglichst direkt in Auftrag geben. Ja, müssen wir jetzt erstmal warten wieder. Da oben kriegen wir nochmal Nahrung. Okay, das sieht alles soweit gut aus. Steinmetz. Ich breche den jetzt ab, damit wir hier die Forschung schon mal starten können. Ja, die sind noch ein bisschen sehr beschäftigt. Veteran, wunderbar. Nächster Tick bitte. Zack, zack. 290 haben wir jetzt zur Verfügung. Jetzt können wir anfangen, die Hütten auszubauen. Okay. Das war gerade aber mal so ein kleines Brutalo-Team, was da angekommen ist. Nicht genug Ressourcen. Okay, das müssen wir reparieren. Gut, das haben wir dann bald erforscht. Dann müssten wir das Ding natürlich auch noch bauen. Wir müssten aber auch noch uns weiter nach vorn bewegen. Mit den Spulen. Das kostet 90. Ich mache das jetzt noch hier. Und die hier müssten jetzt dadurch möglichst schnell.
Denn hier sind Ressourcen, die brauchen wir dringendst, um Technology Research ist finished. Ja, die Ressourcen, die da rauskommen, die sind quasi hier mit eingeplant. Sonst wird das nichts werden. Steinmetz ist fertig. Ja, das können wir leider noch nicht bauen. Da müssen wir jetzt erst noch... Da müssen wir jetzt wirklich sparen. Okay, zurück. Nehmen wir die auch mal mit. Alter. Ja, und zurück. Dann müssen wir jetzt da einmal aufräumen und dann müssen wir uns den Kram da holen. Den stelle ich mal gerade weg. Und da haben wir auch noch Ressourcen, die sind aber jetzt nicht so... Mhm, die nächsten... Moment, da müssen wir... Das kostet 1000 und Energie 20. Das heißt, wir müssen den hier auf jeden Fall direkt schon mal bauen. Ja, machen wir das. Und Holz müssten wir auch mehr bekommen. Ach, jetzt habe ich hier dieses Jägerhäuschen doof hingebaut. Ja, das muss weg. Jetzt haben wir natürlich keine Nahrung. Ja. Ungünstig. Aber ist, glaube ich, gerade die beste Lösung. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Steine nicht nehme. Ah ja, wunderbar. Also da oben haben wir auch noch Steine, die wir mitnehmen könnten. Aha. So, jetzt nehmen wir einen von denen. Das hier ist Gold. Dann können wir... Ach, da brauchten wir noch die Energie. Die sind wir noch am Bauen. Okay. Den bauen wir schon mal. Wir können außerdem noch eine dritte Kaserne bauen. Ja, vielleicht. Ach, dafür braucht man mehr Nahrung. Ja gut, ist klar. Jagdhütte. Dahin. Und hier können wir noch eine Fischerhütte bauen.
oder zwei. Da ist natürlich jetzt auch noch einmal Nahrung. Wunderbar. Ich will die anderen Sachen eben nicht mitnehmen. Noch nicht, bevor ich das andere gebaut habe und die Ressourcen runtergesetzt habe. So, 1000. Jetzt ist mal das hier. Jetzt brauchen wir mehr Arbeiter. Aber die Arbeiter bekommen wir nicht. Ohne die Häuser aufzuwerten. Oder ich müsste. Arbeiter benötigt. Pause. Wie viel brauchten wir dafür? 20, das reicht nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr, dass wir hier mehr auf... Ah, da stecke ich jetzt ein bisschen fest. Dann darf ich im Moment keine neuen Leute bauen. Aber ich bin schon Tag 11. Wie komme ich da jetzt am besten aus dieser Situation raus? Wir brauchen auf jeden Fall, also es wird auf jeden Fall jetzt nicht von jetzt auf gleich gehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal Energie bauen. Ach, da steht eins. Es geht nicht. Bauen wir da einen hin. Und da haben wir keine Materialien mehr. Okay, im Moment können wir also auch keine weiteren Leute ausbilden. Ach, Moment. Das hier ist Energie. Die können wir auch direkt mitnehmen. Jetzt haben wir 75 Energie. Aber das Ding können wir natürlich trotzdem weiter bauen. Das können wir auch noch brauchen. Drei Arbeiter. Wir brauchen jetzt Nahrung. Da das hier weiß ich nicht, ob das Nahrung ist. Nahrungskiste. Und das ist mit Metall. So, 60 hat die sind jetzt auch fertig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt da upgraden. 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 Und damit jetzt möglichst schnell an neue Arbeiter kommen. Und dann das Gebäude bauen. Müssen wir aber jetzt erstmal noch auf den nächsten Zug warten. Da ist einer. Holz. Da hätten wir halt nochmal 1000 Gold, aber damit mache ich nichts. Das bringt mir nichts. Der kann hier mal rüber und dann noch einen erschießen.
Die sind hier noch ganz gut an der Arbeit. Ja, das Ding ist fertig, das nutzt mir aber auch nicht, solange ich da natürlich jetzt keine Leute bauen darf. Das geht noch alles. Schicken wir einen rüber. Es ist zu knapp eigentlich von der Zeit. Jetzt muss ich auf den... den nächsten Zug warten. Holz. Jo. Ist alles in Ordnung. Es sind zwar mehrere, aber die tun nichts. Komm her, du blöder Zug. Da kommt der Zug, wunderbar. Wir sind jetzt schon in Tag 12. Und 21. Boah, das ist aber... das war... knapper, als ich das gedacht hatte. Ich dachte, wir hätten da jetzt ein paar mehr Arbeiter noch rausbekommen. Holz brauchen wir. Ja, Gold, aber Holz brauchen wir. So. Dann bauen wir das Ding hin. Okay. Und dann müssen wir auch noch die Forschung durchbekommen. Ist jetzt Veteran. Ja, das hat zu lang gedauert mit dem Gebäude. Jetzt kann ich halt wieder in Leute investieren. Und weitere Häuser upgraden. Die Nahrung wird aber auch bald ausgehen. Wir haben jetzt auch das Gold wieder ein bisschen runterbekommen. Jetzt können wir uns das holen. Aber wobei, bringen wir noch ein bisschen weiter runter. Ja, es geht gerade nicht. Da sind 2000 drin. Ich glaube, damit bin ich dann wieder am Cap. Ja, das Gold kriege ich gar nicht so schnell gerade verbraucht. Doch, die Farm könnte ich bauen. Wieder erforschen. Dann nehmen wir uns das hier. Das sind nur 500, okay. Attention. Building completed. Great.
Ja, wir müssen auf jeden Fall weiter Häuser aufwerten, weil wir ansonsten zu wenig Leute haben. Ich glaube, das war nur so ein kleiner. Die haben da gerade aber ein bisschen Probleme. Moment, die bleibt zum größten Teil hier. Ein paar lasse ich, schicke ich runter. Was läuft denn der hier lang? Naja. Ja, die müssen die da ein bisschen wegtanken. Ach, da unten hatten wir noch welche, okay. Sauber, aber sehr knapp. Das heißt, die können aber wieder nach oben. Oh. Okay. Habe ich übersehen. Okay, und ihr? Wir haben 1000 Gold gerade. Dafür bräuchten wir wieder mehr Holz. Und wir müssten auch Tesla-Spulen bauen. Die brauchen auch Holz. Und dann müssten wir eigentlich noch die Holzbarrieren bauen. Was? Oh! Das habe ich nicht gesehen. Das Ding hält glücklicherweise ein bisschen mehr aus, sonst wäre es wohl jetzt wohl vorbei gewesen. Okay, reparieren. Okay, zurück. Wir haben 5. Wenn ich die jetzt weiter upgraden will, das kostet zu viel. Ich habe das Holz aktuell nicht über. Ich muss primär jetzt eigentlich Tesla-Spulen bauen, um um da dann die Wände bauen zu können. Da noch eine. Und dann haben wir kein Holz mehr. Da ist wahrscheinlich auch noch mal ein Haus. Ich kann ja immer noch keine neuen Leute bauen. Naja, muss ich jetzt eigentlich. Mmh.
Okay, das Ding ist fertig. Jetzt müssen wir die Steinmauern bauen. Also erforschen. Farm. Okay, das war jetzt eben nur, damit wir das Geld loswerden quasi. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Farm bauen will. Wir haben kein Holz, um da gerade großartig was machen zu können. Wir müssen als nächstes weiter Tesla-Spulen bauen. Ja, das müssten wir wohl hier quer vorbei bauen. Das Problem ist, dass die da oben auch durchlaufen werden. Ich weiß nicht, ob auch von hier welche kommen könnten. Möglich. Ich baue da mal eine hin. Und hier sieht es ähnlich aus. Ich weiß, dass die von da kommen können. Von rechts kommen können. Und ich weiß, dass die von da kommen können. Das heißt, hier sollte man irgendwie so quer hochbauen. Also das hatte ich schon alles mit meinen Fehlversuchen vorher gesehen. So, das dahin. Und dann müssten wir ja entsprechend die Steindinger bauen. Oh, oh, okay. Zu viele. Da eben oben ist auf jeden Fall ein Haus. Steht ein bisschen weit vorne. Keine Arbeiter mehr. Jetzt müssten wir logischerweise auch die Häuser wieder weiter ausbauen. Ich könnte, wenn der fertig ist, hier nochmal eine Schreinerei hinbauen. So, wir sind jetzt in Tag 14 schon. Tesla-Spulen sind fertig. Die Forschung braucht noch, aber ich glaube, das kriegen wir in der Zeit hin. Da können wir nichts mehr bauen. Da fehlen jetzt auch die Arbeiter für. Ja. Von Westen. Okay. Das hilft auf jeden Fall. Dann können wir immer noch nichts tun, weil wir die Stein Research brauchen. Ich könnte jetzt hier schon mal was mit Holz bauen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Weil wir da auch zu wenig Holz für haben. Zehn Stunden. Acht Stunden. Die müssen nach hinten. Okay, der eine ist gestorben. Das war nicht gut. Und da sind jetzt vier, die da runterkommen. Sechs Stunden. Der muss dahin. Und wir müssen nochmal mit ein paar nach
oben. Hatte ich da nicht auch noch irgendwo Steine liegen? Ach, genau. Der hatte hier Steine liegen. Mhm. In 4 Stunden. Jo. Just in time. Und dann bauen wir mal Steingedöns. Jetzt müssen wir den Typen erstmal erschießen. Na, ist alles nicht optimal. Ich baue erstmal eine Steinmauer. Das war falsch, aber das hier brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ich mache es jetzt sicherheitshalber trotzdem. Und wenn wir noch Ressourcen übrig haben, dann baue ich noch eine zweite Steinmauer dahinter. So. Okay. Wir haben da jetzt noch 7, also das ist weg. Der nimmt jetzt das auf. Der nimmt das auf. Und dann müssen wir gucken, dass wir noch eine zweite Steinwand bauen. Ach, das geht nicht, weil da... Ja, das ist... doof. Müssen wir so machen. Naja, okay. Naja, und dann, wenn jetzt noch mal ein bisschen was reinkommt, dann baue ich da entsprechend auch noch mehr hin. Die Mauern müssen nicht dringend fertig werden, die zählen so auch schon. Die kommen auf jeden Fall da jetzt von der Seite. Wir haben auf jeden Fall noch Holz und Gold und ein paar Arbeiter, die wir da investieren können. Dann machen wir das auch so gerade. Ich würde aber ganz gerne die... Da kommen noch Steine und da kommen auch noch Steine. Wunderbar. 10. Bleiben sie. Oder hatte ich das gerade schon von beiden gleichzeitig bekommen? Anscheinend. Okay, das heißt kein Stein mehr. Dann bauen wir den Rest gerade noch mit Holz. Okay. Okay.
Da können wir jetzt nichts mehr bauen. Da lassen die ersten Wände jetzt auch nach. Und in dem Moment muss ich dann zurück. Die werden sich aber weiterhin mit diesen Wänden hier beschäftigen. Das heißt, da kommt jetzt auf die weiteren nicht mehr so viel drauf. Der müsste hier das jetzt da abdecken. Farm, Sägemühle, dafür brauchten wir Arbeiter. Dafür brauchten wir Nahrung. Jo, farmen. Und hier fehlt die Energieversorgung. Und dafür fehlen wieder die Arbeiter. Und dafür fehlt wieder die Nahrung. Okay, dann müssten wir irgendwo die Arbeit wieder einstellen. Oder da können wir auch eine Farm bauen. Ja, bauen wir da eine Farm hin. Das Ding geht natürlich jetzt drauf. Aber die Holzwände da unten, die sollten halten. Nicht die Holzwände, die Betonwände, die Holzwände. Ja. Aber das sind nicht mehr wahnsinnig viele da unten. Nehmen wir ein paar durch, dass die hier jetzt auch. Gucken wir mal, dass wir die da unten erstmal. Okay, da werden jetzt natürlich ein paar drauf gehen. Aber insgesamt hat das ganz gut gehalten. Ja, da ist nichts mehr mit Breakthrough. Das ist erledigt. Und wir haben auch kaum wen verloren. Die Mauer ist natürlich gut abgerissen worden, aber das war klar. So, das Haus haben wir. Bisschen Gold haben wir. Jetzt können wir. Müssen wir hier weiter upgraden. Und also die müssen wir upgraden. Dadurch müssen wir neue Arbeiter bekommen. Mit den Arbeitern müssen wir hier auch die Spulen bauen und da neues Holz bauen. Und hier müssen wir dann Farmen noch hinflanschen. Und dann müssten wir eventuell die andere Seite, die Seite hier auch noch mit Steinwänden absichern. Und das hier möglicherweise auch, weil die da von da wahrscheinlich auch reinkommen können. Aber das soll es erstmal für dieses Mal gewesen sein. Noch hat es funktioniert. Das kann aber ganz schnell dann kippen. Das werden wir uns dann aber beim nächsten Mal anschauen. Also den Kanal am besten abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.